Servus zusammen, japanische Exoten oder japanische Spiele Sega Saturn. Heute habe ich X-Men vs. Street Fighter. Was interessant ist, da ist eine 4 Megabyte Cartridge Erweiterung dabei, habe ich gesehen. Ach, steht auch auf der Packung, sehe ich gerade. Mehr oder weniger. Jetzt würde mich interessieren, was da der Unterschied ist. So, jetzt gehen wir zuerst mal auf die Option. Das machen wir mal alte Männer freundlich. Wir schauen uns die Button an. Nein, schauen wir uns nicht an. Wir schauen uns die Button an. L und R. So, Hard ist Z. Das hätte ich gern anders. Ich hätte gern Hard X, Y, Z. Dann kann es ja hier nur C, B, A sein. Genau. So, okay. Probieren wir es. Was gibt's alles? Nicht so viel, ne? Arcadia und Versus. Früher waren wir da ein bisschen sparsamer. Ja, genau. Wenn man kennen. Und ein Juggernaut. Natürlich ist dann Street Fighter in 6 Button Pad super natürlich. Was ist denn das für ein Larifari-Schuss-Cam? So geht es. Nicht gut. So. Da ist jetzt der Juggernaut Hammer. Hopp, hau nochmal drauf. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, so sehr unstoppbar. Er wurde eigentlich immer gestoppt, meines Wissens. Der Juggernaut. Also ich habe das Marvel vs. Capcom. Da gefällt mir jetzt das hier sogar besser, das X-Men vs. Capcom. Vs. Street Fighter. Da hab ich gehört. Macht am Fall die Sau. Junge,
Schaut es mit den Ladezeiten aus? Ist einfach schmerzlich. Übliche. Und ich selber hier. Das war der geil Verschnitt. Look at den Sauerei. Schiebt er deinen Typhoon sonst woher? Naja, das muss er reichen. Das Austrainer Zustand, das Spiel Hölle. Box. Würde mich schon fast interessieren, was das im Moment wert ist. Da checkt man auch mal nach, das interessiert mich. Zuerst mal schauen, wie wir mit Wechseln fangen. Oh, Sabertooth. Kann ich auch, siehst. Wechsel tut man mit den harten sozusagen, mit den harten Tasten. Gutes Training ist immer. Man muss eigentlich die Move-Übung. Wenn man die fünfmal hintereinander kann, eigentlich, dann hat man es geschnallt sozusagen. Das war so. Jetzt packt er aus hier, oder was? Geht's noch? Sehr witzig. Alter! Den wollte ich die ganze Zeit machen. Gibt's eine kurze Gerade, was soll's?
Es ist schön, dass der so weit trifft. Schön Uppercut hinterher. Lockt's ja. Fünfmal hintereinander, glaube ich, hoffe ich. Sehr schön in den anderen reingesprungen, das haben wir fast gedacht, ja. Sehr schön! So, haben wir jetzt irgendeinen Gegner noch, wo wir wahrscheinlich wieder Schläge kriegen, wie sind wir jetzt? Apokalypse! Mal schauen, mal, was geht. Das läuft ja zu leicht.
Da bin ich. Warum bin ich? Warum bin ich nicht Ken, wenn ich mal fragen darf? Ja, eine Sauerei ist das. Ja, Sauerei! Oh, da fotzt er mich her. Sehr witzig. Probieren wir es nochmal. Da ist der. Das ganze Zeug geht er nicht. Ja, ja. Die nächste Runde mache ich die fertig. Die nächste Runde mache ich die fertig. Ja! Ja, genau! So, rein jetzt hier! So, also, so schaut's aus. Das nächste Mal gibt's meinen Ken, ich hab plötzlich einen Juggernaut hier. So, X-Men vs. Street Fighter. Jetzt habe ich mal kurz auf eBay nachgeschaut. Kann man
In dem Zustand, wo es mein Kumpel hat, wo ich mir ausgeliehen habe, so für einen Honig kaufen. Oh, das ist aber tiefer Preis. Honig da günstiger, wahrscheinlich ohne Modul. Ohne Modul um die 70, mit Modul um die 100. 100 ist ein fairer Preis, muss ich sagen. Ich habe schon einiges teurer gesehen. So, okay. X-Men vs. Street Fighter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen unterhalten. Find's cool, find's echt nicht schlecht. Aber keine 100 Euro jetzt. Können wir nicht bringen. Naja, jetzt lassen wir den Abspann runterlaufen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Servus zusammen.